So, jetzt aber willkommen zurück zu Let's Play Trials of Mana mit meiner Wenigkeit, der dufte Typ, und Durin, Charlotte und Resi, meine Kameraden in diesem Spiel. Ich freue mich sehr. Wir sind hier in der Mondscheinstadt angekommen und, ja, was heißt angekommen? Wir laufen hier schon die ganze Zeit durch die Gegend und natürlich auch ein herzliches Willkommen zurück an die Leute im Stream. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach den Elementaren. Wir haben schon sechs haben wir schon. Zwei fehlen uns noch. Jetzt sind wir auf dem Weg zu Nummer 7. Bin mal sehr gespannt. Wir sind auch nebenbei ganz munter auf der Suche nach Kakteen und nach Schätzen, Schatztruhen und so weiter. Und, was ein Zufall, eine goldene Statue und Hunde. Hunde, mal wieder Hunde. Wir haben schon länger nicht mehr gegen Hunde gekämpft, seit der Befreiung vom, vom Heldenkönig. Moment, wir sind ganz schön weit vorne gestartet diesmal. Nein, oh verdammt. Ich dachte nämlich gerade so, vielleicht versteckt sich da irgendwo ein Kaktus vor uns. War leider nicht der Fall. Na gut. In das Dorf wollten wir nicht wieder zurück. Wir möchten hier durchlaufen und Spaß haben. Leider brauchen wir noch Stufe 38, um wieder eine, Klasse freizuschalten. Das ist noch ein bisschen hin. Wie man sieht, unsere Charaktere sind gerade mal Stufe 30, 31. Und bisher laufen wir so ziemlich gut in diesem Spiel durch. Ich bereue nicht, den schwierigen Schwierigkeitsgrad gewählt zu haben. Aktuell noch. Mal gucken, wie sich das noch im Laufe des Spiels ändern wird. Weil es heißt die ganze Zeit, der Schwierigkeitsgrad geht ganz schön ab irgendwann. Und bisher hält es sich noch so ein bisschen in Grenzen. Hier haben wir noch schon mal ein kleines Ding. Hier ist Wasser. Gucken wir mal. Wir müssen mehr in Richtung Westen. Das heißt, wir gehen erstmal nach Osten. Und guckt mal, da oben ist auch schon der erste Kaktus. Perfekt. Gut, dass ich mir diesen Weg vorgenommen habe. Kann ich da rein? Nee, kann ich nicht. Denn Kakteen sind the best. Auch wenn die nächste Fähigkeit nicht so die geilste ist. Die nächste reduziert das Flüchten. Also die Zeit zum Flüchten um die Hälfte. Ist das hier eine Sackgasse, wenn ich hier lang gehe? Nee, ist es nicht. Gut, dann müssen wir definitiv erstmal hier hoch, um den Kaktus einzusammeln. Ohne Kaktus gehe ich nirgendwo hin. Da oben hockt er auf dem Ästchen. Welch eine Freude, welch ein... Wie auch immer. So, jawohl, uns fehlen noch zwei Stück für die nächste... Für den nächsten Buff, sozusagen. Weil mehr geben die nicht. Die geben Buffs. Der erste hat uns 10% Rabatt bei allen Händlern gegeben. Der zweite war natürlich der geilste. Der erhöht die Chance, dass wir doppelte Erfahrungspunkte bekommen. Wie geil ist das denn bitte? Und ja, jetzt suchen wir die Dinger halt. Whoop. Und geben hier nochmal ein bisschen unser Bestes. Kommt mal hier runter. Ich mag das überhaupt nicht, wenn ihr da oben durch die Gegend fährt. Ich glaube, ich habe Schaden genommen. Komm runter da. Sag mal, wie hoch kann denn der fliegen? Das ist ja richtig frech. Blödes Etwas. So. Ne, anscheinend sind wir hier ganz gut. Haben wir hier schon ganz guten Gang gemacht. Oh, das ist das erste Mal. Ne, nicht das erste Mal. Aber so. Das erste Mal, dass wir diese Wolfsdudes in einer freien Wildbahn erleben. Aber die scheinen ziemlich locker drauf zu sein. Wenn ich mir das richtig angucke. Ja. Ziemlich lockere Dudes. Bloß nicht jetzt erwischen lassen. Ich
Ah, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Aha. Lief richtig gut. Jetzt gehe ich nochmal den Weg entlang. Weil auch wenn wir jetzt wieder zurücklaufen, finde ich es immer nicht verkehrt, nochmal zurückzulaufen, um zu gucken, seht ihr mal, um hier nochmal Patronen und so weiter einzusammeln. Weil Schokolade, das sind schon mal 50 Lycre, die wir dadurch erspart haben, also oder uns gespart haben, zu kaufen. Okay, hier gibt es nichts weiter. Hier oben könnte nochmal eine Sackgasse sein, das ist aber okay. Da vorne gibt es nochmal eine Kiste. Oh wei. Kommt ihr jetzt mal langsam hier runter? Ach shit. Voll im Schaden gestanden. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Von Level Up hat es noch nicht gereicht. Ja, es ist tatsächlich eine Sackgasse. Aber wie gesagt, dafür haben wir eine Kiste. Und Kisten lohnen sich immer. Selbst wenn es nur Engelskelche sind. Gefühlt sammle ich so viele Engelskelche ein, dass ich die gar nicht loswerde. Das ändert sich bestimmt noch, weil ich irgendwann so viele Engelskelche habe, dass ich die Charaktere lieber sterben lasse, als sie zu heilen. Ja, das ist hart, aber so ein Engelskelch gibt halt eben volle Lebenspunkte zurück. Das machen die anderen Dinger nicht. Es sei denn, es ist Honig. Ach komm, wisst ihr was? Wirbelwinden wir hier mal durch die Gegend. So. Schicht im Schacht hier. Und dafür auch gleich ein Level abbekommen. So muss das. Mensch, das ist ein richtiger Irrgarten hier. Ah, da nach oben können wir, um den eigentlich, den richtigen Weg zu gehen. Dann gehen wir erstmal den falschen Weg. Weil kann natürlich auch sein. Nee, die Map ist noch riesengroß, wenn ich mir das so angucke. Hier kommen wir später, früher oder später eh durch. Dann gehen wir mal lieber hier direkt hoch zum Tempel, wenn der denn hier oben ist, der Tempel. Ach, welcher Tempel suche ich denn? Der Mondelementar. Von dem rede ich natürlich. Und speichern natürlich will ich abspeichern. Das steht ebenfalls außer Frage. Ja, seht ihr mal. Da sind wir auch schon. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Vielleicht finden wir hier nochmal irgendwas. Nichts. Ah, das sieht aber sehr fröhlich aus. Besonders dieses Gesicht da oben. Richtig, richtig einladend. Sieht ja schon leicht apokalyptisch aus. Turm der Monddeutung. Der hat ein bisschen was von den Überresten der Mana-Festung damals, von früher. Oh, der Purpur-Magier. Direkt vor unserer Nase. Unser Erzfeind. Gucken wir doch erstmal hier links, rechts. Ach, Mist. Barkame. この俺様にかなうはずがあるまい。どっかに。さすがはルガ様。お見事でございます。こやつらの死体は私めが処理しておきますので、お先にお城へお戻りください。ストーンのワンピース。ベスティンメンチ。 今日もなかなかうまそうな魂を手に入れることができましたよ。 答えられませんね。 まだ食い足りないんですが、さすがにこっちの魂は仮面の道士様に献上しなければなりませんかね。 最近ちょっと間引きすぎましたからね。 我が主仮面の道士様は
聖域への扉を開くにあたり、禁断の古代呪法のためにたくさんの魂を必要とされている。こうして私が途中でピンハネしているのがバレたら殺されてしまいますよ。ああ、恐ろしい。おや、獣人王のボンクラ息子のお帰りかね。お前、カールの命戻る。嘘ついた。へっへー、バカ。そんなのに引っかかるなんてまだまだガキってことよ。ま、そういう単純なバカほど魂の味は格別うまい。カールの魂もウルフにしちゃ上出来だったわよ。貴様、クソ、体動かない。思わぬごちそうにありつけたわ。今お前の魂もカールのもとに送ってやるよ。私の腹の中にね。待てよ。何あんたたち、人の食事の邪魔をするとは許しませんよ。わあ、あんた、キースをさらったあのヘンテコ親父。キースをどこにやったんでっち。返してよ、バカ。なんですかこのガキは。はっはー、ウェンデルの新刊と一緒に行ったガキンチョか、思い出しましたよ。やつなら無事だよ。え、じゃあ、それどころか今や強大な暗黒の力を身につけ、闇の神官落ちた聖者として我が主仮面の同士様に私と共にお仕えする身。さすが私が見込んだだけの実力の持ち主。ミラージュパレスではナンバー2の実力者。もちろんナンバー1はこの私ですがね。そんなの嘘でち。嘘だー。ああ、もううるさいね。お前もケビンと一緒に片付けてやら。待て、俺がやってやる。森の中でケビンの姿を見かけたので戻ってきた。ケビンだけはこの俺の手で倒す。その前にお前らから相手してやろう。ウォーミングアップにちょうどいい。どうぞご自由に。Alright, damit habe ich nicht gerechnet. Auf einmal... Yikes. Kommen hier fette Viecher angeflattert. Okay, alles ist gut. Alles ist gut. Wir sammeln hier erstmal unsere Dinger ein. Und ich frage mich gerade, ob... Schön wäre es, wenn wir irgendwas in Richtung Analyse hätten oder so, um so ein bisschen zu gucken, womit wir ihn attackieren können. Aber ich habe da so eine Idee. Der kommt vom Mond, oder ist zumindest irgendwie ein Mondvieh. Dann sollten wir vielleicht mal schauen, ob wir... Ah, schade. Nicht wirklich. Sollen wir es mit Feuer probieren? Ach, why not? So, und den anderen geben wir das auch gleich. Oh, das war ganz schlecht.
Oh, nee, das war gar nicht so schlecht. Hat irgendwie ein bisschen was gebracht. Los geht's. Einmal der Wirbelhieb. Oh, ein Serio-Schnitt. Das ist ja cool. Wieder ein Name, den wir aus Final Fantasy kennen. So, aber der geht dicker ab. Er ist flink ohne Ende. Aber wir kriegen zumindest ein bisschen Life Points dazu. Ah, super. Er hockt am Boden. Das ist ein guter Moment, hier nochmal alles drauf zu hauen, was geht. So, und da kriegen wir noch Stärkung. Und nochmal einen Kreuzhieb. Einfach weil wir es gerade haben. Ah, Mist, jetzt hat er wieder so eine Feueraura. Autsch, okay. Moment, aber wenn der dann eher auf Feuer ist, dann probieren wir es mal mit Eissäbel. Okay, bringt auch nicht so viel. Wupp. Mal eben schnell weg hier. Yikes. Und weg, weil er nämlich den Boden hit macht. As I said. Wow. Boah. Gerade noch ausgewichen. Seine Schläge heilen ihn ja. Das ist ja dreckig. Und ich sehe gerade, wir brauchen mal ein bisschen Nuss. Oh, wir haben gar nicht mehr so viel davon. Dann lassen wir das mit der Nuss. Und geben hier nochmal die Speerwellen ab. So. Ordentlich drauf. Das Gute ist nämlich, dass zumindest Charlotte nämlich gut dabei ist, immer noch mit Magiepunkten auszuhandeln. Oh krass, 10.000 Erfahrungspunkte. ルカ。俺はお前が憎かった。生まれながらにして獣人王の後継者として格闘の奥義を教えられながら育てられたお前が。ルカ。俺は獣人王様から格闘奥義を喉から手が出るほど教えてもらいたかった。だからお前のことが死ぬほど羨ましかったんだ。しかし 俺は一介の獣人兵。それも叶わぬ夢。ところがお前は争い事を嫌い、せっかくの教えを無駄にした。俺はそんなお前が許せず、格闘技だけはお前に負けないよう修練したのだ。 十分強い獣人王の後継者、お前にこそふさわしい。ケビン、ありがとうよ。今度生まれ変わったらお前と戦って、そして完全勝利してやるぜ。その日までにできるだけ強くなっておけ。 ルナ、あな
ね。ええ、あなた方が来るのを待っていました。もちろん力をお貸しします。Ach ja, die schneidet dann einfach mal so in die Ecke, während da jemand gerippiert ist. Hätte es nicht eher rauskommen können? もう一度生まれ変わらせるしか方法はなかったの。この赤ん坊、ルガーか？そうよ。きっといつかこの子は大きくなり、あなたと戦うためにやってくるはず。そうか、ルガー坊や。おいら待ってる。いつまでも。ねえねえ、大丈夫なの？あんな赤ちゃんが森の中に入っていって。十字、赤ん坊は皆森の中で自然に育つ。森の動物たちが赤ん坊を拾って育てる。全然心配いらない。これ、獣人の常識。すごいわね。ルナ、マナストーンは？この上のスクヨミの塔の1階にマナストーンはあります。アルテナの兵士たちがエネルギーを解放しに攻めてきましたが、ルガーたちによって守られました。じゃあ、まだ無事だったのね。でも、今死を喰らう男が塔の中に入っていったよ。大丈夫かな。後を追って入ってみようよ。じゃあオイラ、その間他の獣人たちが来ないよう森の方で見張ってるよ。気をつけて。Jawohl. So, wir haben Mond-Elementar-Magie. Aber können sie noch nicht nutzen, soweit ich weiß. Und ja, Seelenfresser heißt der Typ. Not bad. Eile dem Seelenfresser hinterher. Wobei, vielleicht. Also, Eldanesh hatte schon geschrieben, Elektra konnte in Secret of Mana Analyse lernen. Hier sehe ich so etwas wie Analyse bisher noch gar nicht. Ist ein bisschen schade. So, wir drücken nochmal ein bisschen Stärke auf. Schaden von Aufladungsangriffen um 30%. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Aber es ist leider keine Gruppenfähigkeit. So, Intelligenz plus Defensive. Ja, mehr Intelligenz. Na, okay. Aber das macht nichts mit der Klassenbeschreibung. Ich finde, das läuft schon so noch ganz gut. Komm, mehr Stärke oder mehr Ausdauer? Moment, mehr Ausdauer. Weil bei der Ausdauer könnte sich noch ein bisschen mehr erhöhen. So, dann wollen wir mal dem Seelenfresser hinterher. Bisschen Speed. Mal einmal auf Sprinten. Wo ist er? Da nicht, da nicht. Aber der Stein ist noch inaktiv. あの変な野郎はどこへ消えたんだ？あの男、
すごく邪悪な気配がしたよ。でも今はもうそれも感じられない。もうこの辺りにはいないんじゃないかしら。そうか、謎の死を喰らう男、ナバールの美獣、そしてアルテナのグレンの魔導士、みんなが聖域への扉を開いてマナの剣を奪おうとしている。せっかくここまで来たんだ、負けるもんか。特にグレンの魔導士にだけは。そうね、残っているのは火の精霊のドリアードだけよ。英雄王様がおっしゃっていたランプバナの森のどこかにいるというリオール村の妖精王様を探しに行きましょう。Genau. Bla 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 bla. Ich geh mal schon. Ja, wir gehen dahin. Wir werden dahin gehen, auf jeden Fall. Da brauchst du uns nicht extra auffordern, Fee. Aber ich möchte zu gern wissen. Kaktus! Ausgezeichnet. Es wird immer besser. Wir kriegen immer mehr Kakteen zusammen. Finde mich noch einmal, um einen Preis zu bekommen. Ah, das ist so super. Okay, scheinbar sind wirklich alle Türen verschlossen hier. Irgendwann müssen wir eh da hoch. Wette ich mit euch. So, aber jetzt sind wir hier anscheinend erstmal durch. So wie es aussieht. Raus aus der düsteren Grube hier. Und rein in den dunklen Wald. Zurück in den dunklen Wald, besser gesagt. So. Ja, hier drüben ist noch eine Statue, aber eigentlich brauchen wir die hier gerade gar nicht. Ach, wir nehmen sie trotzdem. Lieber einmal mehr speichern, als gar nicht speichern. So. Ab durchs Wasser. Hallo ihr! Nee. Schnell hier raus aus den AOEs. Ich würde nämlich zu gerne mal wieder ein bisschen Bonus-EP dafür bekommen, dass ich ohne Yates, ohne Schaden zu nehmen, aus einem Kampf rauskomme. Geht schnell weg hier. Und das sieht doch vielversprechend aus gerade. Jawollo. Jetzt noch doppelt EP wäre richtig, richtig Premium gewesen. Okay, wir gehen den oberen Weg. Das scheint der etwas kürzere zu sein. Vielleicht nicht unbedingt viel kürzer, aber ja doch. Einiges kürzer. Hallo Fledermausis. Wie ich gerade mit dem ersten Hit von denen echt noch Schaden kassiert habe. Wie frech ist das denn? Aber egal. Dafür sind meine Freunde hier richtig gut am Durchprügeln gewesen. Die wurden hier gerade windelweich geschlagen, die Leute. Sehr gut. So, zum Leuchtblütenwald müssen wir als nächstes hin. Hier sind wir auch durch. Ich glaube, hier werden wir auch keine neuen Kakteen finden, weil hier haben wir schon einen gefunden. So. Dann holen wir doch mal unseren Herrn des Wassers wieder vorbei. Der Süße. Und da ist er. Der sieht so verwirrt aus, aber irgendwie lustig. Ich mag ihn. Beäumel mich jedes Mal aufs Neue über den Weg. Super. Scheinen ja schon da zu sein. Der Leuchtblütenwald.
Wir haben hier eine Armee von Raupis vor uns. Kommt nicht erstmal ein Dörfchen, bevor wir hier Gegner bekommen? Ja, wobei ich glaube, dass das Dorf, was wir suchen, sicherlich total versteckt ist. Und zwar so versteckt, dass wir das nicht sehen. Ob das wohl hier in diesem Gebüsch sein wird? Wer weiß, wer weiß. Antworten dazu gibt es nach diesem Safe Spot und definitiv nicht mehr heute. Deswegen wünsche ich euch einen schönen Abend. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und bis zur nächsten Folge Let's Play Legend of Mana. Bis bald. Und so.